Ich habe euch ja gestern eine Walljump-Map gezeigt von Musik und ich hatte jetzt von einem Creator eine neue, die auch sehr gut war, die ich auch gerne jetzt hier mit drin gehabt hätte. Aber ja, da war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, dafür würde ich viel zu lange brauchen. Walljumps waren allesamt spaßig und machbar, aber ich hätte dann irgendwann mit einem Trampolin Sachen machen müssen, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe jetzt heute eine Rätsel-Map von Gufan, die ich nicht abgeschlossen habe. Aber ich habe das erste Rätsel gelöst, deshalb zeige ich das. Dann habe ich eine normale Shelljump-Map, die etwas außergewöhnlich ist. Dann habe ich eine richtig krasse Shelljump-Map, eine schwere und ja. Also gut, die Mechanik von diesem Fomp ist, wenn du ihm den Rücken zudrehst, kommt er zu dir. Und ich muss den erstmal von dem Powerblock wegbekommen, damit er sich nicht selber kaputt macht und auch alle anderen Sachen nicht, die ich noch benötige. Der Fomp hat zwei Powerblocks auf sich drauf und das ebnet den Boden für den Koopa. So. Ich wusste dann, dass der Koopa da nach oben hin muss. Jetzt habe ich aber erstmal gebraucht, um zu verstehen, dass die Waage Wippe den Fomp weiter nach oben fließen lässt. Und dadurch konnte ich den Koopa oben hin platzieren. Hier musste ich darauf achten, dass die Bombe nicht kaputt geht, wenn der Fomp den Po-Block zerstört. Das war wichtig. Guckt denn eigentlich jeder Charakter nach einer Zeit die ganze Zeit an, wenn man nur noch rumsteht? Weil Toad hätte jetzt die ganze Zeit zu mir geguckt. Ich habe das Rätsellevel jetzt abgebrochen, weil ja, ich habe so viel Zeit hier gebraucht und ich habe das hier nicht verstanden. Und es gab halt auch noch andere Maps, die ich zocken wollte. Deshalb, also wie gesagt, deshalb ist es auch One-Screen-Puzzle, was ich bevorzuge und nicht irgendwie Vier-Room-Challenge oder sowas. Es hat Spaß gemacht, weil ich mich anstrengen musste. Ich musste nachdenken. Und wenn man dann auch die Lösung findet, ist es umso geiler. Wir machen weiter mit den Saudis Shell Jump Map. Es ist immer nur ein Shell Jump und es gibt auch nur ein Shell. Und damit muss ich durch den Untergrund kommen. Oder durchs Castle, besser gesagt. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber es ist schwerer, als es aussieht. Die Shelljumps sind allesamt so kurz, klein gehalten, niedrig. Diese Kanonen bewegen sich, das heißt, du schlenderst immer so ein bisschen mit. Und der Shell muss immer wieder auf dieser Kanonenbahn landen, ansonsten kommst du ja nicht mehr weiter. Dieser Throw-Shelljump ging voll oft schief, weil ich den zu weit oben angesetzt hatte. Der ist mir dann nach links weggeflutscht.
Und du musst ihn machen, sonst bekommst du das Leben nicht. Ja, diese Schlendern, das war am Anfang sehr, sehr störend. Ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich da etwas länger bräuchte. Naja, gut. Ich stehe eigentlich nur auf die richtig heftigen Shelljump-Maps jetzt in letzter Zeit. Ich hatte noch ganz vergessen zu sagen, dass ich zwei Maps noch von Elias habe. Ja, die zeige ich jetzt wohl am besten zuerst, bevor ich euch das Shelljump-Level zeige. Ich hatte wohl schon die Idee, wie ich es hätte eigentlich machen müssen, aber das hätte mir jetzt zu viel Zeit gekostet tatsächlich. Ich fand das jetzt easier mit den Walljumps einfach. Jetzt noch ein 20-Sekunden-Speedrun, den man richtig broken kann, aber davon habe ich die Aufnahme nicht drin. Elias, du könntest ja mal eine neue Map bauen. Ich habe gesehen, alle deine Maps wurden schon gespielt und sind auch schon etwas älter. Wäre cool. Wir kommen jetzt wieder zu einer Shelljump-Map, wo ich wieder vor einiger Zeit dran saß und sie nicht geschafft habe. Ich hatte jetzt wieder ein paar Probleme, aber das lag eigentlich auch nur an einer Shelljump-Mechanik. Und ja, jetzt zeige ich euch das. Jay-Z the Champ ist echt ein Teufelskerl. Ich habe die Map eigentlich sehr, sehr schnell gespielt und trotzdem hält er immer noch den Weltrekord. Nee, wirklich, also mir würde jetzt nicht mehr einfallen, wo ich noch Zeit sparen könnte. Ich habe diesen Shelljump sehr schnell ausgeführt. Ich habe mir bei den Double Shelljumps absolut keine Zeit gelassen. Und wir kommen jetzt zum Shelljump, bei dem ich unnormale Probleme hatte und das war der. Du kriegst den Shell in der Luft und du hast nur noch ein richtig kleines Fenster, um ihn auszuführen. Dieser Shelljump war am Anfang auch ein Problem, wegen der Hitbox. Aber das lag dann viel mehr im Blut als derjenige davor. Das war, wow, das war nervig. Jetzt durfte ich mal am eigenen Leib erfahren, wie schnell Jay-Z the Champ wirklich ist, weil ich habe kaum irgendwo High Jumps gemacht. Und auch hier ging es recht zügig ins Ziel, also das ist wirklich heftig. Okay, das waren die Maps für heute. Wie gesagt, ich hätte gerne die Walljump-Map noch mit drin gehabt. Und von König Buu sein Kaizo Light Level, das hätte ich jetzt auch mit reingenommen. Ich hätte jetzt nur nichts zu erklären gehabt, weil das offensichtlich war alles. Und auch das Level von Daris mit dem Trampolin und dem Shelljump, das war ein bisschen zu kurz, da hätte ich auch nichts zu erzählen gehabt. Das Kaizo Light Level von König Buu kommt in die Compilation, die sammelt sich jetzt langsam zum Glück. Ich halte immer Ausschau nach euren Leveln. Auf gut Glück kann irgendwann eines von euch immer da drin sein, ne? Also, ja, das war's dann eigentlich auch und ich verabschiede mich. Bis dann.